Herzlich willkommen zur Videoreihe TechTip Basic. In unserem heutigen Video erklären wir Ihnen die Solarzelle. Lassen Sie uns gemeinsam die wichtigsten Fachbegriffe der Photovoltaiktechnik erkunden. Solarzellen spielen eine entscheidende Rolle in der umweltfreundlichen Energieversorgung. Sie bilden die Grundbausteine von Solarmodulen, die das Sonnenlicht großflächig einfangen und in nutzbare elektrische Energie umwandeln. Solarzellen werden aus Silizium hergestellt. Silizium zählt neben Sauerstoff und Eisen zu den am weitesten verbreiteten Elementen auf unserem Planeten. Dazu wird das Rohmaterial Silizium in sogenannte Silizium-Ingots eingeschmolzen. Ein Silizium-Ingot ist ein massiver, zylinderförmiger Block aus hochreinem Silizium, der als Ausgangsmaterial für Solarzellen dient. Anschließend werden diese Ingots mit Präzision in millimeterdünne Scheiben geschnitten, die als Wafer bekannt sind. Diese Wafer zeichnen sich durch ihre quadratische Form aus und dienen als Grundlage für die Solarzellen. Im Laufe des Herstellungsprozesses werden Solarzellen mit verschiedenen Schichten versehen, die essentiell für ihre Funktion sind. Die Antireflexschicht reduziert Reflexion und ermöglicht eine effiziente Lichtaufnahme in der Solarzelle, während feine Silberlinien als elektrische Leiter fungieren, um den erzeugten Strom zu sammeln und abzuleiten. Sie bilden die negative Elektrode. Ein metallischer Rückkontakt auf der Rückseite dient als positive Elektrode. Eine zentrale Rolle spielen jedoch die N-Schicht und die P-Schicht. Die N-Schicht hat durch Einbringen von Fremdatomen zusätzliche Elektronen zur Verfügung, während die P-Schicht durch Einbringen von Fremdatomen zusätzliche positiv geladene Löcher hat. Dies führt zur Bildung von PN-Übergängen in Solarzellen. Sie bilden das Herzstück der Solarzelle, indem sie ein internes elektrisches Feld erzeugen. Die Energie der Photonen ist stark genug, um Elektronen aus ihrer Bindung im Material zu lösen. Es entsteht ein Stromfluss und es handelt sich dabei um Gleichstrom. Typischerweise haben einzelne Solarzellen eine Spannung zwischen 0,5 Volt und 0,7 Volt. Solarzellen werden in verschiedenen Größen produziert. Dafür gibt es verschiedene Typen wie zum Beispiel M6, M10 oder M12 bzw. G12 Zellen. Obwohl die Zellen unterschiedlich groß sind, bleiben die Spannungen ungefähr gleich. Durch die größeren Zellflächen wird jedoch die Stromstärke höher, was zu mehr Leistung führt. Das ist auch der aktuelle Trend, denn Solarzellen werden immer größer. Je nach Herstellungsvorgang können verschiedene Varianten von Solarzellen unterschieden werden. Monokristalline, polykristalline oder amorphe Solarzellen. Monokristalline Solarzellen werden aus einem einzigen kontinuierlichen Siliziumkristall hergestellt. Sie sind erkennbar an ihren einheitlichen dunklen Farben und oft an den abgerundeten Kanten. Monokristalline Solarzellen sind die effizientesten unter den drei Typen mit Wirkungsgraden, die typischerweise zwischen 15% und 22% liegen. Sie bieten daher die höchste Effizienz und Leistung pro Flächeneinheit, was sie ideal für Anwendungen macht, wo der Platz begrenzt ist. Sie sind aufgrund des aufwendigeren Herstellungsprozesses und der höheren Effizienz in der Regel teurer als polykristalline und amorphe Solarzellen. Polykristalline Solarzellen bestehen aus Siliziumkristallen, die zusammengefügt sind, was ihnen ein mosaikartiges Aussehen und eine bläuliche Färbung verleiht. Sie sind weniger effizient als monokristalline Solarzellen mit Wirkungsgraden, die meist zwischen 13% und 16% liegen. Sie bieten eine solide Leistung zu einem günstigeren Preis-Leistungs-Verhältnis, aber nehmen mehr Platz ein als monokristalline Solarzellen für dieselbe Menge an generierter Energie. Amorphe Solarzellen oder auch Dünnschicht-Solarzellen bestehen aus einer dünnen Schicht von Silizium, die auf ein Substrat aufgetragen wird, wodurch sie flexibel und leichter als kristalline Solarzellen sind. Sie haben den niedrigsten Wirkungsgrad unter den drei Typen, typischerweise zwischen 6% und 12%. Ihre Leistung ist also geringer im Vergleich zu den anderen Typen, aber sie können dafür in einer breiteren Palette von Lichtbedingungen gut funktionieren und auch auf verschiedene Oberflächen aufgetragen werden. Dies macht amorphe Solarzellen vielseitig einsetzbar. Sie sind in der Regel am günstigsten herzustellen und bieten eine kosteneffiziente Lösung für Anwendungen, bei denen die Effizienz pro Fläche keine Priorität hat. Vielen Dank, dass Sie unser Erklärvideo zur Solarzelle angeschaut haben. Wir hoffen, dieses Video hat Ihnen bei Ihren Fragen geholfen. Weitere Videos der Serie TechTip Basic finden Sie auf unserem YouTube-Kanal.